herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal hier. Ja Leute, wie ihr seht, habe ich hier zwei neue Sets für euch. Und die werde ich heute zusammen mit euch auspacken. Einmal haben wir hier links das Set mit der Nummer 70060. Ein Special, also das war eigentlich schon sehr lang, aber ich konnte es mir erst heute kaufen und ja. Und rechts haben wir einen Hund mit der Nummer 70136. Das rechte ist von Country und ja, vom linken ist eigentlich nicht so viel bekannt. Wenn wir jetzt anfangen, das alles auszupacken, schauen wir erstmal, was so der Inhalt ist. Ja, das ist jetzt das erste Set mit dem Hund. Einmal sehen wir hier eine sehr schöne Figur, ein sehr schönes Mädchen meiner Meinung nach. Ich finde es ganz süß. Dann haben wir den schönen Hund, der wirklich mächtig an einen Berner Sennenhund gleicht. Dann haben wir noch ein Futternäpfchen oder ein Trinknäpfchen, so eine Trinkschüssel halt, damit der Hund auch was trinken kann, denke ich. Zwei Knochen und natürlich, sieht man, eine Hütte. Und beim zweiten ist es... Ja, hier sehen wir schon ganz gut, was es ist. Ich zoome mal kurz ran. So, jetzt seht ihr es. Einmal haben wir hier ein Kind mit einem Reithelm und einer Gerte. Das Pony und sein eigenes Halfter bzw. seine eigene Trense. Noch Schmuckzeug, einen Korb, etwas Gras und hier noch so eine Bürste und Mähnenschmuck. Ja, ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall mit diesem Set an. Gut, ich fange jetzt an, dieses Set hier auszupacken. Das wird ein bisschen wackelig. Entschuldige, wenn die Kamera super stark wackelt. Denn meine Kamera ist zurzeit ein bisschen, komisch. Aber jetzt packe ich sie erstmal aus. So Leute, jetzt hole ich alles raus. Einmal haben wir hier die Hütte ohne Dach noch, aber ist ja eigentlich ganz schön, wenn man nicht so viel zusammenbauen muss bei dieser Hütte. Und als nächstes habe ich noch eine Tüte. Da ist der Rest enthalten, wie zum Beispiel das Dach, die Knochen, der Hund an sich und das kleine Kind und so weiter. Und hier noch in der Verpackung haben wir einmal die Anleitung, um zu wissen, wie das zusammengebaut wird. Also ich weiß es ja, aber für diejenigen, die es unbedingt so machen wollen, können es ja gerne machen. Und dann noch so ein paar Werbeheftchen. Und ja, ich denke, ich baue es auf. So, jetzt zeige ich euch hier nochmal, wie das Set so aussieht. Man sieht, es ist zwar nicht viel dabei, aber ich finde, daraus kann auch mal eine richtig schöne Geschichte werden. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Set. So, auch hier bin ich schon fertig und jetzt hole ich alles mal raus. Hier habe ich einmal eine Tüte. Das ist das meiste eben drin, sogar das kleine Mädchen. Und eben auch dieses ganze Schmuckzeug. Als nächstes oder halt eben auch als letztes eigentlich kommt das kleine Pony, das ich echt, echt süß finde. Schreibt meinen Namen für dieses Pony in die Kommentare. Und mal schauen, welche Namen so vorkommen. Und wieder, natürlich wie bei jedem Set, kommt immer wieder Werbung. Ja, Leute, ich bin jetzt fertig geworden und jetzt zeige ich euch, was alles dabei war. Erstens war dieser Korb dabei und da habe ich jetzt erstmal hier die Bürste und dieses,
Upsi. Und das Gras hier habe ich, oder diesen Grasbüschel habe ich jetzt auch hier reingetan. Natürlich, beim Reiten, wer reitet das Pony? Die Reiterin! Und sie hat einen Reithelm dabei gehabt. Hier seht ihr sie einmal nochmal. Ich finde sie eigentlich richtig, richtig schön. Und ja, die steht da jetzt erstmal fürs Erste. Dann habe ich hier Mähnenschmuck. Den kann man das, also dem Pony kann man das später einfach so auf die Mähne klipsen. Also das ist eher normal, sage ich einfach mal. Und ja, dabei war auch eine Gerte, die irgendwie auch zu diesem Mähnenschmuck und auch so zum Pony passt. Und natürlich, was fehlt, die Trense. Wo ich echt sagen muss, dieses Gummi hier, was man hier so sieht, das ist diesen Haltegriff sozusagen, warum ist der grün? Das verstehe ich irgendwie nicht, was Playmobil sich da ausgedacht hat, aber naja, ich kritisiere nichts. Ich finde es jetzt ganz okay, ist ja jetzt auch egal. Aber naja, gut. So sieht das Pony jetzt fertig aus. Und ja, jetzt muss ich nur schnell noch was machen und dann zeige ich es euch nochmal. Ja, Leute, jetzt zeige ich euch nochmal alles im Überblick. Hier haben wir einmal das Set mit dem Pony und mit der Reiterin und mit dem Zubehör. Und hier rechts haben wir hier den Hund und das Kind und die Hütte und eben alles dran. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Hey, psst! Abonnieren nicht vergessen!